Hallo, ich bin Lea und arbeite bei AGCAP, die Software, mit der Sie den Cashflow Ihres Unternehmens intelligent verwalten. In diesem Video möchte ich über einen wesentlichen Faktor im Cashmanagement sprechen, dem Kapitalbedarf, im Englischen Working Capital Requirement. Ich werde Ihnen erklären, wie der Kapitalbedarf als Managementinstrument für den Cashflow Ihres Unternehmens dienen kann, wie Sie ihn interpretieren sollten und was eigentlich guter Kapitalbedarf ist. Mit dem Kapitalbedarf lässt sich die Finanzierung eines Unternehmens bewerten. Er zeigt die Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen an. Dabei ist es vor allem wichtig, über liquide Mittel zu verfügen, um die Ausgaben zu decken, bis die Einnahmen eintreffen. Logisch, oder? Kein Unternehmen kann es sich leisten, den Kapitalbedarf zu vernachlässigen, selbst bei einem vollen Auftragsbuch. Aber wer muss eigentlich auf den Kapitalbedarf achten? Die Finanzabteilung Ihres Unternehmens sollte ihn bereits dafür nutzen, den Finanzierungsbedarf zu ermitteln, bevor sie nach möglichen Quellen für die Aufrechterhaltung des Cashflows sucht. Für den Manager ist der Kapitalbedarf dagegen ein wesentlicher Indikator für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Gerade zum Zeitpunkt der Gründung eines Unternehmens nimmt der Kapitalbedarf eine Schlüsselfunktion ein. Eine falsche Einschätzung des Kapitalbedarfs ist eine der Hauptursachen für das Scheitern junger Unternehmen. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die Unterschiede zwischen Mittelabflüssen und Mittelzuflüssen von drei Faktoren abhängen, aus denen sich der Kapitalbedarf zusammensetzt. Erstens, die Zeit, die für den Lagerverkauf benötigt wird. Die Liquidierung der Bestände braucht Zeit. Es gibt eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Moment, in dem das Geld in die Produktion investiert wird und den Einnahmen nach dem Verkauf der Ware oder der Dienstleistung. Eine Erhöhung des Lagerbestands erhöht auch den Kapitalbedarf. Stellen Sie sich vor, dass in einem Lager ein Haufen potenzieller Barmittel gelagert wird. Zweitens, Zahlungsfristen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Wenn eine Rechnung an einen Kunden geschickt wird, dauert es oft sehr lange, bis sie bezahlt wird. Das Unternehmen gibt also Geld aus, um eine Ware oder eine Dienstleistung zu produzieren, erhält aber den ihm zustehenden Betrag mit mehr oder weniger Verspätung. Auch dieser Umstand erhöht Ihren Kapitalbedarf. Drittens, Zahlungsfristen für Lieferantenverbindlichkeiten. Sie können Ihr Betriebskapital anpassen, indem Sie Ihre Lieferanten erst dann bezahlen, wenn Ihre Rechnung fällig ist, natürlich unter Einhaltung der zulässigen Fristen. Durch den Aufschub der Zahlung von Lieferantenschulden verringert sich also der Kapitalbedarf, da das Geld eine Zeit lang in Ihren Kassen bleibt. Schauen wir uns einmal an, wie der Kapitalbedarf eigentlich berechnet wird. Zur Erinnerung, der Kapitalbedarf entspricht der Differenz zwischen Mittelabflüssen und Mittelzuflüssen und damit der Differenz zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Im Einzelnen setzt sich das Umlaufvermögen aus den durchschnittlich ausstehenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den durchschnittlichen Vorräten zusammen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die durchschnittlich ausstehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Wie Sie sehen können, ist die Berechnung Ihres Kapitalbedarfs absolut unerlässlich, um die Ressourcen zu bemessen und zu finanzieren, die für die Nachhaltigkeit und das Wachstum Ihres Unternehmens erforderlich sind. Kommen wir nun zur Interpretation des Betriebskapitalbedarfs. Die Berechnung des Kapitalbedarfs kann zu einem negativen, einem positiven oder einem Nullergebnis führen. Jeder der drei Fälle spiegelt eine andere Situation wider. Negativer Kapitalbedarf. Das Umlaufvermögen ist geringer als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Unternehmen hat also einen Überschuss, der seine Nettoliquidität erhöht. Ein Nullkapitalbedarf liegt vor, wenn das Umlaufvermögen und die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Gleichgewicht sind. Somit besteht kein Bedarf an kurzfristiger Finanzierung des Cashflows. Positiver Kapitalbedarf. Das Unternehmen hat einen Finanzierungsbedarf. Es kann auf idealerweise langfristige Finanzmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel Bankfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Am besten wird der Kapitalbedarf in monatlichen Intervallen gemessen. Es geht dabei darum, einen steigenden Kapitalbedarf zu erkennen und ihn genau zu überwachen. Schließlich kann er ein Warnzeichen für Cashflow-Probleme sein, die im schlimmsten Fall zum Konkurs führen. Wichtig ist, dass der Kapitalbedarf für den Bedarf zur Finanzierung des Unternehmenswachstums steht. Es kann sein, dass Unternehmen, die sich in vollem Wachstum befinden, in Schwierigkeiten geraten, weil der Kapitalbedarf im Vergleich zu ihren Ressourcen zu hoch ist. Falls Sie alles über Kapitalbedarf erfahren möchten, dann lesen Sie unseren Artikel hier. Testen Sie AGCAP, um Ihren Kapitalbedarf zu optimieren, durch einen genauen Überblick über Ihren Cashflow. Jetzt, wo Sie wissen, was Kapitalbedarf ist und wie man ihn interpretiert, gehen Sie den nächsten Schritt. Optimieren Sie Ihren Kapitalbedarf und schauen Sie sich dieses Video an. Wenn Sie mehr über Cashmanagement wissen wollen, zögern Sie nicht, unsere Experten zu kontaktieren. Hat Ihnen das Video gefallen? Schreiben Sie mir in den Kommentaren und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Finanzmanagement-Tipps. Bis bald!